möchte Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz des Gipfels der Alternativen begrüßen, im Namen des Trägerkreises. Mein Name ist Thomas Eberhard Köster, ich bin von ATTAC Deutschland und wir sind mitbeteiligt im Trägerkreis. Wir stehen gleich für Sie noch zur Verfügung, Bettina Kruf, Menschenrechtlerin aus Mexiko und Referentin auf dem Gipfel der Alternativen. Dann ist meine Rechten Sven Hilbig, auch Referent bei Rot für die Welt, Referent für Welthandel und globale Umweltpolitik, und Frau Gisela Voll von der Mission Eine Welt, auch mit dem Trägerkreis des Gipfels der Alternativen. Zum Ablauf gleich, wir werden erst kurz jeweils ein paar Informationen hingeben, zum Gipfel selber, ein bisschen was zu den Inhalten, aber auch ein bisschen was Organisatorisches. Danach gibt es Gelegenheit für Fragen an die einzelnen Referentinnen und Referenten. Und im Anschluss daran stehen wir auch noch für Interviews zur Verfügung. Da bin ich nur ein bisschen um Geduld, weil jetzt schon mehrere Anfragen da sind, dass wir das gleich im Anschluss organisieren. Ja, warum machen wir diesen Gipfel der Alternativen? An diesem Wochenende treffen sich in Elmau, ganz in der Nähe von hier, die Staats- und Regierungschefs der sieben ökonomisch-politisch mit wichtigsten Staaten dieser Welt. Dort versammelt sich sehr, sehr viel an politischer und ökonomischer Macht, auch wenn man konstatieren muss, dass durch den Aufstieg von Ländern wie China, Brasilien und Indien sich insgesamt die politische und ökonomische Situation in den letzten 10 Jahren verändert hat und wir sicher nicht mehr die Situation haben wie 2007 noch in Heiligendamm, wo die G7 oder die G8 noch eine ökonomische, politische, bedeutendere Rolle gespielt haben, ist es auch heute noch so, dass es nicht unerheblich ist, was diese Länder vereinbaren. Es wird beim Treffen in Elmau, oder diese Gipfeltreffen haben ja 2 Funktionen, zum einen eine innere Koordinierung der Staats- und Regierungschefs, also wo abgestimmt wird, beispielsweise die Handelspolitik, die in den nächsten Jahren betrieben werden soll, wo beispielsweise abgestimmt wird, die Haltung in Klimafragen, auch wo andere Dinge koordiniert werden. Das ist die eine Funktion. Die zweite Funktion ist aber auch immer, was nach außen transportiert wird, was genutzt wird, um die Hegemonie dieser Staaten, das sind nun mal regionale Staaten, in diesen Fragen der Klimapolitik, in den Fragen der Freihandelspolitik nach außen zu transportieren und auch zu festigen. Daran, an dieser Politik, richtet sich, macht sich unsere Kritik fest. Wir haben im Trägerkreis die Einschätzung, dass viele der Krisen, die wir zurzeit erleben, sei es die Klimakrise, sei es die Flüchtlingskrise, sei es ökonomische Krisen, mit dieser Politik der Staats- und Regierungschefs, die sich dort in den Hauptkräften zu tun hat. Wo das zusammenhängt, das wollen wir auf dem Gipfel der Alternativen diskutieren. Wir wollen aber das nicht nur kritisieren, sondern wir wollen gleichzeitig auch unsere Alternativen darlegen auf dem Gipfel und auch diskutieren. Was ist anders am Gipfel? Anders ist, dass wir Alternativen diskutieren. Anders ist auch, dass wir Referentinnen und Referenten aus Ländern des Südens mit dabei haben, die allerdings nicht, wie es in Elmau stattfinden wird, am nächsten Montag, wenn die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der afrikanischen Länder dort am Katzentisch sitzen. So ist es bei uns so, dass wir gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der Länder des Südens diskutieren wollen und gemeinsam mit ihnen Lösungen finden wollen. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Beispiel nochmal, wo sehen wir Dinge anders? Klima ist gerade schon angesprochen worden. Die Bundesregierung hat eine Initiative in den Gipfel eingebracht, dass Klimaversicherungen forciert werden. Dass im Prinzip so eine Versicherung nach vorne gebracht wird, dass die Menschen in den Ländern des Südens, die vom Klimawandel durch Dürren, durch Überschwemmungen betroffen sind, danach versichert werden können oder darüber versichert werden sollen. Unsere Alternative dazu ist zu sagen, wir müssen heute, und das vor allem die Länder der G7-Länder, drastisch den CO2-Ausstoß reduzieren und die Länder des Südens unterstützen bei Aufbau von regenerativen Energien. Zweites Beispiel, Welthandel. Frau Merkel hat betont, dass sie den G7-Gipfel nutzen will, um TTIP nach vorne zu bringen. Unsere Alternative ist es, nicht zu sagen, wir brauchen immer mehr Freihandelsabkommen, die beispielsweise den Ländern des Südens vorschreiben, wo sie mal ihre Märkte öffnen müssen. Und wir brauchen auch keine Freihandelspolitik, die vor allem die G7-Staaten stärkt, sondern wir brauchen eine Handelspolitik,
die jetzt den ökonomisch schwächeren Ländern ermöglicht, beispielsweise in den Märkten bestimmte Dinge, bestimmte Produkte zu schließen und ähnliches. Beispiel Flüchtlinge. Es wird sicher auch im Handelsgipfel über die Frage der Situation im Mittelmeer geredet werden. Da ist unsere Alternative relativ klar. Wir brauchen nicht eine Stärkung der stärkere Abschreckung der EU nach außen und eine Stärkung von Frontex, sondern wir brauchen Hilfe für diejenigen, die dort im Mittelmeer von Ertrinken bedroht sind, und wir brauchen Möglichkeiten, um die Fluchtursachen nachhaltig zu bekämpfen. Das sind so ein bisschen die Alternativen, die wir in den nächsten zwei Tagen diskutieren wollen. Jetzt würde ich weitergeben an die Frau Volz. Ja, ich möchte noch kurz darauf eingehen, dass wir ja als Alternativgipfel sozusagen eingebettet sind in eine ganze Anzahl von verschiedenen Protestveranstaltungen gegen den G7-Gipfel. Diese ganzen Aktionen stehen auch miteinander im Zusammenhang. Einzelne Akteure sind auch an verschiedenen Aktionen beteiligt. Und da ist eben heute beginnt sozusagen dieser Protestlauf mit dem alternativen Gipfel heute Abend in der Freiheitshalle in München um 17 Uhr. Dann geht das Ganze weiter bis morgen. Morgen Nachmittag gibt es dann auch eine Demo, G7-Demo, hier in München. Der alternative Gipfel endet sozusagen mit der Abschlusskundgebung. Das Abschlusspodium des Alternativgipfels ist die Abschlusskundgebung dieser Demo. Und dann gibt es zahlreiche weitere Aktionen am Freitag in Garmisch-Partenkirchen. Ein internationaler Tag der Solidarität ist am Freitag, auf dem auch die Ergebnisse des Alternativgipfels, die Alternativen, die die Teilnehmenden aus den Workshops formuliert haben, werden dort präsentiert am Bahnhofsplatz. Und dann ist am Samstag dann noch eine Demo in Garmisch, am Sonntag ein Standmarsch geplant und Aktionen des zivilen Ungehorsams. Am Montag ist dann hier in München wiederum eine kulturelle Gegenrede geplant. Ja, wir haben sehr viele unterschiedliche Akteure, die im Trägerkreis versammelt sind. In unserem Trägerkreis von dem alternativen Gipfel sind wir über 38 Kooperationspartner und Partnerinnen, die aus ganz verschiedenen Bezügen kommen. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen politischen, religiösen, kulturellen Bezügen. Es sind Gewerkschaften, die Bernjugend zum Beispiel, kirchliche Organisationen wie Mission eine Welt, von dem ich komme, Brot für die Welt, oder auch Umweltgruppen wie zum Beispiel der Bund Naturschutz Bayern, entwicklungspolitische Gruppen wie Benro, FIAN, Migrantenorganisationen, türkische Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine, Gesundheitsorganisationen wie Medico International, globalisierungskritische Gruppen wie ATTAC. Unterstützt werden wir von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, von der linken Fraktion im Bundestag, von der grünen Fraktion im Landtag Bayern, von der Petra-Kelly-Stiftung. Also es ist eine ganz bunte Bandbreite. Und was uns eben eint, ist die Kritik an diesem Modell, an diesem Wirtschafts- und Entwicklungsmodell, das nicht nachhaltig ist, das unseren Planeten an die ökologischen Grenzen bringt und das soziale Ungleichheiten verschärft. Zum Programm. Ich hoffe, Sie haben auch alle hier diese Gipfelzeitung vorliegen, die auf den Plätzen lag. Heute Abend geht es los mit der Eröffnungsrede von der Professor Chayati Ghosh, eine indische Wirtschaftswissenschaftlerin, zum Thema die Politik der G7, die aktuellen globalen Krisen und mögliche Alternativen. Und das erste Einführungspodium mit ganz prominenten Leuten, wie zum Beispiel Jean Ziegler, dem ehemaligen UN-Sonderberichterstatter auf das Recht auf Nahrung,
und auch internationalen Gästen wie Liliana Olive, eine Menschenrechtsanwältin aus Kolumbien, oder Sinan Dirdal, Professor an der Universität Istanbul, Türkei. Da geht es zum Thema globale Machtverhältnisse, Freihandelsregime und die Wiederkehr von Kriegen. Das Ganze wird am Morgen fortgeführt in einem zweiten Podium zum Thema die Welt im Ausverkauf, Wachstumsdogma, Klimawandel, Folgen für den globalen Süden und Flucht, Migration. Da haben wir dann wieder eine unserer Hauptrednerinnen, die Professor Shayati Ghosh, Hubert Walder vom Bund Naturschutz Deutschland und Luis Munchanga aus Mosambik und Gerd Garfuß von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Nach diesen beiden Podien, wo wir die Hauptthemen, die auch am G7-Gipfel diskutiert werden, in Verbindung, in Beziehung zueinander bringen, geht es dann in zwei Workshop-Phasen. Wir haben insgesamt 25 Workshops mit 68 Referenten und Referentinnen aus 14 verschiedenen Ländern, aus 4 Kontinenten, in 7 verschiedenen Sprachen, ihre Kritik an der Politik der G7 formulieren und, was uns natürlich ganz wichtig ist, auch Alternativen dazu formulieren. Vielerorts gibt es ja schon ganz viele Initiativen, Projekte, Versuche, unsere Welt nachhaltiger, sozialer und ökologischer zu gestalten, und das wollen wir dort miteinander vorstellen, uns austauschen und auch voneinander lernen. Dass der Alternativengipfel endet, wie gesagt, dann mit der Abschlusskundgebung auf der G7-Demo am Odeonsplatz in München um 17 Uhr morgen. Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu den Zahlen. Wir haben inzwischen 600 Anmeldungen. Wir hatten ursprünglich mit 400 gerechnet. Von daher, wir mussten jetzt auch die Anmeldungen schließen. Gestern schon, weil wir zu viele Anmeldungen haben. Das zeigt also schon, dass es ein sehr großes Interesse gibt an einer Öffentlichkeit, an einer Diskussion über Alternativen zu der herrschenden Politik der G7-Staaten. Ich würde jetzt gerne direkt weitergeben zu einer unserer Gäste aus dem Süden, zu Bettina Groß. Bettina, du hast das Wort. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Bettina Cruz Velázquez. Soy una mujer indígena Binisá del Istmo de Tehuantepec, del sur de México, en el estado de Oaxaca. Guten Tag, mein Name ist Bettina Cruz Velázquez. Ich bin eine indigene Frau der Binisá in Tehuantepec, im Süden von Mexiko, Oaxaca. Yo vengo hasta acá para hablar sobre pues la cumbre de los grupos más poderosos del mundo, aunque faltan, para mi gusto, faltaría Rusia, China, India también en ese grupo, ¿no? Que son los que están en este momento planteando el comercio mundial de todos los bienes culturales y naturales de los pueblos. Ich komme hier, um mal zu reden über diesen Treffen der Mächtiger der Welt, der Wirtschaftsmächte. Für meinen Geschmack fällt hier China, India und Russland auch, weil die auch mitmischen in der Welthandel, in der Handel mit den Waren und Kultur. No podemos hablar desde el sur, no podemos hablar y decir y confiar en cumbres como las que se van a realizar aquí en Múnich, la cumbre de los países más poderosos. Y no lo podemos hacer porque ellos han sido los causantes precisamente del calentamiento global y de todas las problemáticas que dicen que van a platicar para solucionarla. Wir können nicht glauben an so ein Treffen wie der G7, die hier in der Nähe von München stattfindet, weil sie sind die, der Klimaerwärmung verursacht haben und auch alle anderen Probleme, die
sagen, die werden darüber reden, um sie zu lösen. Y no es posible porque con las soluciones que estos países están planteando, están en el sur, nos están despojando de nuestros territorios, nos están confrontando entre pueblos, nos están desplazando, convirtiéndonos en migrantes, están desplazando nuestras economías, convirtiéndonos en gente pobre, sin tener que vivir y que comer. Also wir können nicht glauben an diese Lösungen, weil die Lösung, die Lösungsansätze von diesen Ländern, die Folgen, die die in den Ländern des Südens haben, sind Raub, Vertreibung, die machen von, auf, aus uns Migrantinnen, die machen aus uns arme Menschen, die nichts zu essen haben. El ejemplo es, entre, es, es la problemática que vivimos o que vivimos allá en el Istmo de Tehuantepec, donde varias empresas de los países que van a discutir el día en el G20 han estado provocando problemas entre las comunidades. Also besonders in unserer Region in Tehuantepec in Mexiko, die Unternehmen, die diese Probleme in unserer Gemeinde verursacht haben, kommen aus Ländern der G20. En el Istmo de Tehuantepec desde el 2000 desde el año 2000 se dio un acelerado, una acelerada construcción e implantación de parques eólicos en nuestro territorio con el pretexto precisamente del calentamiento global. En el Istmo de Tehuantepec, desde el año 2000, gab es eine vermehrte Ausbau von Windparkanlagen in unserem Territorium mit dem Alibi der Klimaerwärmung zu stoppen. Quizás aquí en el occidente la energía eólica sea una alternativa a la energía nuclear y a otros tipos de energías que nocivas que quizás aquí se producen. Vielleicht hier im Westen wird der Windenergie als Alternative für Nuklearenergie gesehen oder anderen schädliche Energien, Energiegenerationsformen. Sin embargo, para nuestros pueblos en el Istmo de Tehuantepec eso no ha sido así. A nosotros nos han llegado a engañar, nos han llegado a despojarnos de nuestros territorios por medio de contratos fraudulentos, leoninos, que los indígenas Ikots y Binisá no podemos leer porque la mayoría no sabe leer y no podemos entender porque la mayoría no entendemos castellano y mucho menos los términos técnicos y jurídicos que tienen esos contratos. En nuestra región es aber nicht so. Die kommen da und versuchen uns zu irreführen oder uns in Knebelverträge reinzunehmen, in Verträge, die wir Indigenen von der Binisá oder der Ikots nicht lesen können, weil viele von uns nicht lesen können oder auch Spanisch nicht verstehen und noch recht wenig diese technische Wortwahl, die in den Verträgen geschrieben wird. Están ocupando miles de hectáreas de nuestras tierras que antes nos daban de comer, que antes se producía el maíz, la calabaza, la milpa, que antes tenía ganadería, desde antes también podíamos ir a colectar productos para nuestra alimentación y donde sobre todo tenemos nuestros espacios de rituales, nuestras peregrinaciones, donde vamos a hablar con nuestros ancestros y nuestras ancestras y nuestros dioses. Die besetzen tausend von Hektar, wo früher wir Landwirtschaft betrieben haben, wo wir Mais angebaut haben, wo wir Zucchini ernten können, wo wir die Milpa anbauen könnten, wo wir auch Produkte aus der Natur sammeln könnten für unsere Ernährung. Und auch die besetzen unsere rituale Orte, wo wir unsere Pilgerfahrten machen, wo wir unseren Treffen mit unseren Ahnen machen. Todos estos espacios han sido ocupados por las empresas, sin respeto alguno a nuestra vida, a nuestra historia, a nuestra cosmovisión y más aún menospreciándonos con el sentido este del colonialismo donde en 1500 se preguntaban si los indios teníamos alma. Pues ahorita pensamos, sentimos que es lo mismo. Hay mucha discriminación en torno a cómo se están implantando estos proyectos eólicos en nuestra región. Und, diese
diese Unternehmen besetzen unsere Gebiete ohne Respekt vor uns und vor allem versuchen sie uns zu erniedrigen mit einer klaren kolonialen Art und Weise. Im Jahr 1500 haben sie sich gefragt, ob wir Indigenen eine Seele haben. Wir denken, dass heute denken sie genauso. Por lo tanto, no podemos confiar en esas soluciones. No podemos confiar en las soluciones que están proponiendo desde allá, pero sí podemos confiar y podemos trabajar en soluciones que permitan desde nuestros pueblos y desde nuestras visiones poder contribuir con este calentamiento global que se está dando a nivel mundial. Wir glauben nicht an die Lösung, was die uns vorschreiben werden, aber wir denken schon, dass wir aus unserer Gemeinde mit unserem Volk Lösungsansätze anbringen können, um die Problematik der Klimaerwärmung zum Beispiel zu lösen. Finalmente quiero decir que en los territorios de los pueblos indígenas de todo el mundo es donde aún por nuestras formas de vida se están conservando. Se conservan las aguas, se conservan los bosques, se conservan los bienes naturales y además de bienes culturales a los que nosotros pertenecemos. Muchas gracias por escuchar. Ich will auch dazu hinzufügen, dass in den Territorien die indigene Völker weltweit ist, wo das Wasser noch gibt, wo die Wälder noch bestehen, wo kulturelle Güter noch bestehen, an denen wir gehören. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, nun vielen Dank, Bettina Cruz. Nun kann Referent Sven Hilbig, er ist Referent für Welthandel und globale Umweltpolitik bei Rot für die Welt. Er wird uns über ja, unsere Kritik und ein bisschen was über die Politik der G7 auch noch erläutern. Ja, in Deutschland wurde zuletzt 2008, und zwar in Heiligendamm, wie ich allgemein weiß, ein G7-Gipfel ausgetragen. Das ist nur 7 Jahre her und trotzdem hat sich in dieser kurzen Zeit, in 7 Jahren, die Welt tiefgreifend verändert. Nur wenige Monate nach dem G7-Gipfel in Heiligendamm brach die größte Finanzkrise über die Welt herein, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Keiner der G7-Teilnehmer hatte dies vorausgesehen und damit hatte auch keiner der G7-Teilnehmer irgendwelche Maßnahmen, frühzeitigen Maßnahmen ergriffen, um mögliche Finanzkrise, die mit einer Bankenkrise begann und bis hin ging zu einer Eurokrise, von der wir heutzutage fast jeden Tag in den Zeitungen lesen können, ergriffen hat. Dies kann auch nicht verwundern, dass sie keine Maßnahmen ergreifen haben, denn die G7-Staaten gehören zu den wesentlichen Akteuren, die sich dafür eingesetzt haben, für eine weitere Liberalisierung und Deregulierung der Finanzmärkte. Der zweite große Unterschied ist einfach, dass sich die Weltordnung in einem Umbruch befindet. Wir haben immer mehr aufsteigende Staaten, wie es auch schon an verschiedener Stelle gerade eben gesagt wurde, die die Dominanz der westlichen Staaten immer mehr in Frage stellt, Stichwort G20, Stichwort die Allianz der BRICS-Staaten. Von daher, wenn wir uns auch jetzt die G7 Staaten angucken, so müssen wir eigentlich sagen, dass Italien und Kanada schon jetzt nicht mehr zu den 7 wirtschaftlich stärksten Mächten gehört und in ein paar Jahren werden auch noch England und Frankreich herausfallen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sehen, dass die G7 nach wie vor eine sehr große Rolle spielen in der Weltwirtschaft. Sie vereinen nach wie vor über die Hälfte der globalen Wertschöpfung. Und mit ihrer Handels- und Investitionspolitik nehmen sie natürlich auch nach wie vor großen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Und vor diesem Hintergrund, auch wenn ihr Einfluss relativ sinkt, haben sie nach wie vor einen sehr großen Einfluss und dementsprechend auch eine sehr große Verantwortung, was die Weltwirtschaft und die Welt an sich angeht. Und damit wären wir am nächsten Punkt. Wenn wir uns angucken, was die aktuellen Probleme sind, Menschheitsprobleme, angefangen vom Thema Hunger, über Ressourcenausbeutung, über Klimawandel, über soziale Ungleichheit, so ist es so, dass sich diese ganzen Sachen verschärft haben seit dem Heiligendamm, seit 2007, trotz verschiedener G7-Treffen, wo verschiedene Maßnahmen beschlossen wurden zur Hungerbekämpfung etc.
Wir verzeichnen also in ökologischen Fragen, in sozialen Fragen eine klare Abwärtsbewegung, negative Tendenz. Und die Hauptursache dieser Tendenz ist auch relativ klar, wie auch schon zu verschiedenen Punkten hier genannt wird, das ist die Wirtschaftspolitik, die weder sozial noch ökologisch nachhaltig ist. Und das immerhin 23 Jahre nach dem Umweltgipfel von Rio 1992. 1992 hatte sich die Weltgemeinschaft darauf verständigt, dass Wachstum nur dann nachhaltig ist, wenn es sozusagen drei Kriterien erfüllt. Es muss ökonomisch nachhaltig sein, aber auch sozial und ökologisch. Das wurde beschlossen, 23 Jahre später hat sich leider in vielen Bereichen die Tendenz verschlechtert. Von daher die entscheidende Frage für diesen G7-Gipfel in Herrn Mao ist, inwieweit, und so sieht es ja teilweise nach den Themen auch aus, halt, sie eine Vorreiterrolle einnehmen möchten, das tatsächlich auch wollen. Und es ist völlig klar, es werden wahrscheinlich in Herrn Mao einige Beschlüsse gefasst werden, im Ernährungsbereich, im Gesundheitsbereich halt, das genügt aber nicht. Wenn Sie tatsächlich eine Vorreiterrolle einnehmen wollen und wenn Sie diese Entwicklung, die sich in den letzten 20, 30 Jahren fortgesetzt haben, umsetzen möchten, dann müssten Sie einen Schritt weitergehen, nicht einzelne Beschlüsse, sondern Sie müssen tatsächlich in Ihrer Kurswechsel, in Ihrer Wirtschafts- und Handelspolitik halt umsetzen. Wir haben einige Monate nach dem G7-Gipfel, haben wir den Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten Nationen New York im September. Sollen Nachhaltigkeitsziele vereinbart werden. Unter anderem gehört dazu, dass ökologisch-sozial nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster vereinbart werden. Das ist gut. Und die Bundesregierung bekennt sich auch dazu. Sie sagt sogar, die Bundesregierung, Bundeskanzlerin Angela Merkel, gehen so weit und sagen, das ist das wichtigste UN-Prozess im Rahmen von nachhaltiger Entwicklung. Die entscheidende Frage für Herrn Mao ist, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Ziele tatsächlich umgesetzt werden und nicht die Ziele von 92 Umweltwirksamkeit nicht umgesetzt werden oder nur einen kleinen Teil, die aber nicht zu einem wirklichen Kurswechsel führen. Und wenn wir uns da die G7-Agenda angucken, sehen wir zum einen dieses Bekenntnis und zum anderen das Bekenntnis Angela Merkel, Süddeutsche Zeitung am Samstag, eindeutig zu TTIP und CETA. Sie wollen es durchbringen bis Ende des Jahres, ob das wahrscheinlich ist, eine andere Frage halt, aber TTIP und CETA gehen natürlich genau in die andere Richtung. Es ist die Fortführung des bisherigen Wirtschaftskurses. Es geht teilweise darüber hinaus. Es verschärft diesen neoliberalen Wirtschaftskurs halt. Wenn Sie das halt machen, dann ist die ganz große Frage, was soll noch bleiben von dem Nachhaltigkeitsgipfel? Die entscheidende Frage ist nicht, einzelne Beschlüsse zu verabschieden auf dem G7-Gipfel erbauen. Die entscheidende Frage ist, ob die G7, die Bundesregierung, endlich ihre Hausaufgaben macht und versucht, eine Kohärenz herzustellen zwischen der Handels- und Wirtschaftspolitik auf der einen Seite und entwicklungspolitischen und menschenrechtlichen Zielen auf der anderen Seite. Wenn wir uns bisherigen Stellungnahmen dazu angucken, dann sieht es nicht allzu gut aus. Wenn Sie in Ihrer Wirtschaftspolitik weitermachen, dann können wir eigentlich jetzt schon sagen, dass am 8. Juni, wenn Sie tatsächlich nichts anderes beschließen, als weitere Handelspolitik und Wirtschaftspolitik fortzusetzen, dass Sie bereits Monate vor dem Nachhaltigkeitsgipfel in New York die dortigen Ziele konterkarieren. Dann mögen Sie beschließen, dass dort Ziele verabschiedet werden, aber in der praktischen Politik werden die durch Ihre Handels- und Wirtschaftspolitik unterlaufen. So war es. Ja, wie gesagt, jetzt gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte auch kurz sagen, an wen sich die richtet oder ob sie an alle richtet. Wir versuchen das mal. Gibt es Fragen? Ja. Alle wunschlos glücklich? Ja. Sie haben vorhin gesagt, der Protestlauf beginnt mit dem alternativen Gipfel. Wenn wir jetzt mal die ganze Berichterstattung über die Proteste und weiter hinaus betrachten, spielt Gewalt dabei ein großes Thema. Können Sie sagen, vom alternativen Gipfel, Sie grenzen sich in völligster Form von jeglicher Gewalt als Protest ab, beziehungsweise wie stehen Sie zu diesem Thema?
Also keine von den Gruppen, die zum Trägerkreis des Alternativgipfels gehören und zu den anderen Aktionen auch aufrufen, ruft zu Gewalt auf. Ich stelle an dieser Stelle immer die Gegenfrage, müssen wir eigentlich nicht viel mehr Empörung entgegenbringen gegenüber einem Wirtschaftssystem, das strukturell gewaltsam ist, das tagtäglich 24.000 Menschen wegen Hunger sterben müssen, das Menschen aus ihrer Heimat vertreibt, das Lebensbedingungen und Existenzbedingungen zerstört. Das ist auch eine Art von Gewalt. Das ist eine strukturelle Gewalt, die tötet. Und wo bleibt da der Aufschrei? Ja, weitere Fragen? Ja. Steffen, aber das ist auch mal wahrscheinlich auch in Form. Es war sehr schön zu lesen, dass sich die Aktivisten in zwei Lager geteilt haben. Genau in der Frage, inwieweit ist Gewalt ein Mittel? Sie haben jetzt gesagt, am Sonntag wird Teil ihrer Aktion sein, ziviler Ungehorsam. Können Sie eher antworten, wie breit ist die Teilung von Wagen schon? Wir werden nämlich mit Usman heute um 10.30 Uhr einen Pressetermin in Gang. Wie positionieren Sie sich da? Ja, vielleicht kann ich das. Es gibt keine, also wir hatten es ja vorhin schon mal dargestellt, es gibt verschiedene Aktivitäten von verschiedenen Gruppen, die sich an unterschiedliche Akteure richtet, die auch unterschiedliche Bereiche bespielen. Also der Alternativgipfel setzt sich mehr damit auseinander, so im Diskurs durch ein Feld, Alternativen zu diskutieren. Andere machen kulturelle Aktionsformen, andere oder auch teilweise Überschneidungen machen Demonstrationen in Form zivilen Ungehorsams. All die Gruppen, und das ist auch der Benjamin Rust, der fürs G7 seit Nachmittag spricht, ruft eindeutig nicht zu Gewalt aus. Es gibt dort auch keine Spaltung, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte, es gibt unterschiedliche Aktivitäten, aber die Aktionen, die Aktivitäten beziehen sich alle solidarisch aufeinander. Und deshalb gibt es da nicht die Guten, die jetzt hier sitzen, und die Bösen, die heute Nachmittag da sitzen, sondern das sind unterschiedliche Akteure, die aber ein Stück weit gemeinsames Ziel haben, nämlich die G7-Politik zu kritisieren. Kurze Nachfrage. Zu wem zählen Sie dann die 2.000 bis 3.000 angeblich gewaltbereiten Demonstranten, die heute Herr Herrmann gesagt hat, die jetzt in den nächsten Tagen anreisen? Ich weiß nicht, wo er das weiß. Das müssen Sie ihn vielleicht fragen, wen er damit nennt. Also, ich kenne diejenigen, die die Demonstration morgen vorbereiten, ich kenne diejenigen, die eben Alternativgipfel mitarbeiten, ich kenne Form zivilen Ungehorsams machen, da sind die nicht dabei. Vielleicht zu der Frage Form des zivilen Ungehorsams, das ist auch relativ klar definiert, was dazu gehört. Es wird, soll versucht werden mit Blockaden, indem man sich mit seinem Körper dorthin stellt oder hinsetzt, den Gipfel zu behindern. Das ist was dort gemacht wird, das sind diese Formen zivilen Ungehorsams. Das ist, was in Rede steht. Wo die Polizei das herbeiht, also wenn sie das weiß, dann kann sie das ja sicher nochmal klar machen, von wem das kommt, also von dem heute Nachmittag auch von dem G7-Stoppelmau, G7-Bündnis kommt das nicht, würde ich mal behaupten. Und heute Nachmittag könnte das auch so sein. Warum glauben Sie denn, dass die Medien das Thema Gewalt derartig aufbauschen? Haben Sie da eine Vorstellung? Also ich finde das eigentlich sehr schade, dass viele Medien sich auf diese Gewaltfrage immer stürzen und die inhaltliche Frage eher am Rande diskutiert wird. Denn ich denke, also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass das eher ein Ablenkungsmanöver ist, damit wir uns nicht um die eigentlichen Inhalte unserer Politik und eigentlich über das, was wir uns verständigen müssen, nämlich in welcher Welt wollen wir leben, welches Wirtschafts- und welches Entwicklungsmodell wollen wir in den nächsten Jahrzehnten weiter betreiben. Darüber müssen wir uns ganz dringend unterhalten angesichts der globalen Krisen. Und diese Gewaltaufbauschung ist für mich da immer eher ein Ablenkungsmanöver. Sie nennt sich ja Gipfel der Alternativen, das ist ja ein sehr hochgestecktes Ziel, dann tatsächlich Alternativen zu den G7-Sachen zu erarbeiten.
was dabei rauskommt, wird es in irgendeiner Form gebündelt, wird es auch sozusagen im Anschluss an dieses Jahr sehr lange Protestwochenende, an die vielfältigen Aktionen weiter zusammenarbeiten, Aktionen und so weiter geben. Also man muss dann zwei Dinge unterscheiden. Es gibt halt, über solche Prozesse entstehen auch immer wieder gemeinsame Verabredungen der Gruppen, an bestimmten Themen weiterzuarbeiten. Also ein Teil der Gruppen, die jetzt beim Gipfel der Alternativen dabei ist, wird sicher den Klimaprozess dieses Jahr begleiten und den beim Gipfeltreffen, Klimagipfel in Paris wieder dabei sein, um eine Kampagne dazu machen. Das ist so die eine relativ praktische Seite. Es wird in Garmisch ein paar Ergebnisse aus dem Gipfel vorgestellt werden in einer geeigneten Form. Es soll auch Teile der Referate nochmal übers Internet zur Verfügung gestellt werden, genauso Broadcasts, die da hergestellt werden. Und es gibt am Montag dieses Projekt Gegenrede. Das ist ein Projekt vor allem von den Theatern hier in München, die Montag von 12 bis 20 Uhr hier an dem zentralen Platz in München finden sie Teile. Also die werden den Gipfel begleiten und dann Zitate aufarbeiten aus den Workshops, aus den Referaten und die mischen mit anderen Gegenstimmen zum G7-Gipfel und das nochmal künstlerisch dann darstellen. Also das sind so die relativ konkreten Formen der Weiterfahrung. Noch eine andere Frage. Attacke der gestern der Pressemitteilung raus in der Koordinationskreis in Frankfurt, wo quasi moniert worden ist, dass in Bayern eine Demokratie- und protestfreie Zone zumindest errichtet werden soll. Da haben wir ja zum Teil jetzt widersprochen. Könnten Sie das nochmal vielleicht erläutern, wie Sie das meinen? Also nach unserer Einschätzung ist diese Diskussion um gewaltbereite Demonstrantinnen und Demonstranten dazu genutzt worden, also fast schon beispielsweise Demonstrationsmöglichkeiten in der Nähe des Gipfels zu verunmöglichen. Es gibt inzwischen Bundesverfassungsgerichtsurteile, dass es möglich sein muss, einen Protest dort zum Ausdruck zu bringen, wo auch das Objekt der Begierde sozusagen ist. Mit der Wahl des Gipfels in den letzten Jahren in solchen abgelegenen Orten und mit der Wahl von Elmau ist bewusst ein Ort gewählt worden, wo es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt eine Demonstration zu veranstalten. Mit den Verboten von Camps, von Kundgebungen in der Nähe des Gipfels ist das nochmal getopft worden. Also das ist so ein Punkt, wo wir sagen, und zum Glück hat das jetzt das Gericht auch bestätigt, dass dort mit polizeilichen Mitteln ein politisches Problem angegangen wird. Also wie eben schon gesagt, wir müssen über die Fragen, die auf dem Gipfel diskutiert werden, öffentlich diskutieren und es muss möglich sein, dort auch Protest zum Ausdruck zu bringen. Und das kann nicht mit polizeilichen Maßnahmen untersagt werden. In diese Richtung ging das. Als wir die Erklärung rausgegeben haben, da war das Gerichtsurteil noch nicht da. Gleiche Frage danach. Meinen Sie, dass vielleicht dadurch gerade die Situation angestachelt wird, weil vielleicht so viele Forderungen waren, die nicht erlaubt worden sind? Also es ist immer das Problem, also wenn Sie das völlig verunmöglichen, irgendwo, dass sich Leute treffen, dass sie übernachten können irgendwo, dann führt das sicher nicht dazu, dass Demonstrationen wie geplant durchgeführt werden können, die dann notwendig in Ruhe und so. Und das ist auch eine Situation, die äußerst problematisch ist, also wenn Demonstrationen nicht mehr erlaubt sind, weil darum ging es. Es ging darum, dass Demonstrationen verboten wurden. Ganz normale Demonstrationen, das gesehen im Ausland hat, das ja nett formulierte Ablehnungsbescheid für die Demonstration Abklei. Da war der Ablehnungsbescheid länger als die genehmigte Demonstrationsroute. Also solche absurden Dinge hat es in der Situation gegeben. Vielleicht nochmal eine Nachfrage dazu. Gibt es denn da von Ihrer Seite konkrete Forderungen an Politik und auch an die Sicherheitskräfte? Weil wir haben ja, insbesondere in München haben wir die Erfahrung gemacht, 1992, es gab den berühmten Münchner Kessel, da wurde dann Jahre später richtig festgestellt, dass das illegal war. In Heiligenberg ist, glaube ich, auch der Sternmarsch verboten. Und morgen, 5 Jahre später, wurde dann festgestellt, durfte gar nicht verboten werden. Also da stellt sich ja die Frage, wie kann man da konkret in der Situation trotzdem gehen? Ja, in dem Form, dass wir fordern, dass es möglich sein muss, dass dort, wo solche Gipfel stattfinden, wo andere Sachen stattfinden, es möglich sein muss, dass das demokratische Recht auf Artikulation von Gegenpositionen ermöglicht. Das ist im Prinzip, es ist eine relativ banale Forderung, eine Forderung nach seine demokratischen Grundrechte wahrnehmen zu können.
Und auch, dass man die nicht mal durchklagen muss. Das ist ja ein anderes Problem, dass nicht alle Gruppen die Möglichkeit haben, die Rechtsbeistände so eine Sache durchzuklagen. Das, dadurch wird auch schon viel im Vorfeld verhindert. Ich hätte noch gern ganz konkret gewusst, stehen Sie in Kontakt mit Benjamin Rüst zum Beispiel und den Menschen, also den Protestierenden dort vor Ort? Und gibt es konkrete Pläne dann, wie Demonstranten von hier, Gegner von hier dann auch am Wochenende nach Garmisch kommen sollen? Gibt es da irgendeinen Austausch? Also es gibt den Austausch, was eben schon angesprochen ist, auf der wir wollen Teile des Ergebnisses des Alternativgipfels, also diese paar Aussagen, paar Ergebnisse, dort in geeigneter Weise bei der Kundgebung präsentieren. Also da, insofern gibt es da Kontakte. Es gibt morgen, das ist jetzt nicht vom Gipfel der Alternativen, sondern von der G7-Demo morgen, da gibt es im Anschluss daran Busse, die nach Garmisch fahren. Und insofern gibt es da vielfältige Kontakte zueinander und Dinge, wo man versucht, sich gegenseitig aufeinander zu beziehen. Ja. Sie drücken auf Änderungen, wir haben gleich gehört, dass also ihr glaubt gar nicht an die Lösungen der G7-Gipfel. Also meine Frage ist dann, wenn man auf eine Änderung ruft, dann was sind die, also Ihre Lösungen? Was könntet ihr einbringen? Weil Alternative gibt es was Neues, statt die Situation als jetzt. Also ich sage mal kurz was zu Handeln, vielleicht kann jemand anders machen. Also nehmen wir das konkrete Beispiel Handelspolitik. Die ganzen Freihandelsverträge führen dazu, dass die Starken stärker werden und die Schwachen schwächer. Dass die Länder des Südens nicht die Möglichkeit haben, ihre eigenen Märkte zu entwickeln. Beispiel Hühnchenproduktion. Wenn die Überschussproduktion aus Europa in die Länder Afrikas exportiert wird, macht das dort unten Subsistenzwirtschaft kaputt, schafft das neue Flüchtlinge. Die Freihandelspolitik gleichzeitig immer weiter in die Richtung, dass es diesen Ländern sagt, ihre Märkte zu schützen. Das heißt, schafft Strukturen, die weiter Armut und Flucht ermöglichen. Unsere Alternative ist dazu, es gibt ein sogenanntes alternatives Handelsmandat als Alternative zu diesen Freihandelsverträgen, wo die Staaten, das ist durchaus notwendig, ist, Handelsverträge abschließen, aber Handelsverträge abschließen in dem Sinne, dass regionale Wirtschaft bevorzugt wird, dass nachhaltige Wirtschaft bevorzugt wird, dass es Ländern, die eine schwache Ökonomie hat, ermöglicht wird, ihre Subsistenzwirtschaft zu erhalten. Wie soll denn eine kleinbäuerliche Ökonomie in Afrika konkurrieren gegen Mastställe in Deutschland? Ne? Das geht nicht. Ne? Und wer das nicht will, muss andere Handelsverträge machen. Und es gibt eine konkrete Alternative, die ist seit Jahren diskutiert, das sogenannte alternative Handelsmandat, weg von den Freihandelsabkommen, hin zu solidarischen, zu fairen Handelsabkommen. Das ist eine Alternative. Vielleicht kann jemand anders noch was zu tun. Nur eine Frage dazu. Also sollen wir verstehen, dass ihr versucht, das ganze System zu ändern oder nur teilweise? Weil es gibt einen großen Unterschied. Also wir wollen Strukturen ändern. Wir wollen nicht nur Kosmetik, wir wollen Strukturen ändern. Also ich denke, was ganz wichtig wäre, sind einfach, dass soziale und ökologische Standards weltweit gelten. Das ist eigentlich ganz wichtig und da ist zum Beispiel dieses Freihandelsprojekt TTIP, CETA und TISA und wie sie alle heißen, wirklich das absolute Gegenprojekt dazu. Und wir brauchen aber dringend die Einhaltung von ökologischen Standards, die Einhaltung von sozialen Standards und von Menschenrechten und die weltweit. Und da müssen sich auch Wirtschaftsunternehmen und internationale Konzerne dran orientieren. Wirtschaft kann sich nur zwischen diesen beiden Leitplanken sozusagen bewegen. Insofern sind es wirklich grundlegende strukturelle Veränderungen. Jetzt wollte aber auch noch Bettina Plus gerne auf diese... Okay, also noch ganz kurz den Sven. Ja, also ganz kurze Ergänzung. Das, was Thomas gerade schon sagte, unsere Forderung Zivilgesellschaft in diesem alternativen Handelsmandat, das ist mittlerweile offizielles EU-Recht. Die EU hat mit dem Lissabon-Vertrag, den sie 2009 verabschiedet hat, die entwicklungspolitische Kohärenz in der Handelspolitik zum EU-Recht gemacht. Artikel 208 fortfolgende. Die EU muss sich nach dem Lissabon-Vertrag seit 6 Jahren selbst daran halten, dass ihre Handelspolitik entwicklungspolitisch kohärent ist. Es darf zu keinen negativen Auswirkungen, was auf Menschenrechte angeht, was ökologische Situationen in Entwicklungsländern angeht, auswirken. Bloß passiert das halt nicht. Und das ist sozusagen unsere große Kritik.
Es ist mittlerweile EU-Recht seit 6 Jahren und trotzdem fahren Sie mit Ihrer Handelspolitik weiter, beziehungsweise mit TTIP und CETA gehen Sie ja noch weiter. TTIP und CETA haben ja eine exzessive Freihandelsagenda, die über das hinausgeht, was EU und USA bereits in der WTO gefordert haben und in anderen bilateralen Handelsabkommen gefordert haben. Sie geht in doppelter Weise darüber hinaus. Es ist tiefgreifender, es geht in Bereiche rein, die Sie vorher gar nicht eingefordert haben. Und außerdem maßen sich ja zum ersten Mal tatsächlich wenige Staaten, die ungefähr 10% der Weltbevölkerung repräsentieren, an, globale Standards zu setzen. Das wurde früher in der WTO verhandelt, da saßen alle an einem Tisch. Und es gilt das Prinzip in der WTO, ein Land, eine Stimme. Von den 160 WTO-Mitgliedern reicht ein einziges Land, um einen WTO-Beschluss nicht zustande kommen zu lassen. Und jetzt überlegen die EU und die USA, dass sie globale Standards setzen für die ganze Welt. Nosotros siempre preguntan sobre las alternativas. Pensamos desde allá, desde nosotros, que las alternativas siempre han existido. El problema del calentamiento global y toda esta problemática mundial que se está dando es precisamente porque las industrias no respetan límites, no son sustentables. Todo el dinero que tienen las grandes empresas está sustentado en la pérdida de la biodiversidad, en la pérdida de vidas y en la pérdida de prácticas de los pueblos, de muchos pueblos en el mundo. Also wir denken, aus unseren Regionen, denken wir, dass immer wenn diese Fragen der Alternativen kommen, die kommen immer, denken wir, dass Alternativen gab es immer. Das Problem ist, dass Probleme, weltweite Probleme wie der Klimaerwärmung zum Beispiel, basieren darauf, auf eine Wirtschaft, wo die Unternehmen nicht nachhaltig gearbeitet haben. Der ganze Reichtum, was diese Unternehmen akkumuliert haben, basiert auf Verlust von Artenvielfalt, Verlust von Leben, Verlust von Umwelt. A nosotros que nos están imponiendo proyectos de energía eólica que se está haciendo con nuestro viento, decimos que no queremos esa energía eólica y no la queremos porque no es para nosotras, es para las grandes empresas, es para las mineras, es para los grandes consorcios internacionales que están utilizando nuestro viento, que es una deidad, para convertirlo en una mercancía. Eso nosotros no lo queremos. Und an die Unternehmen, die versuchen, Windenergie mit unserem Wind zu gewinnen, wir sagen, wir wollen diese Energie nicht. Wir wollen sie nicht, weil sie nicht für uns ist. Diese Energie wird bereitgestellt für große Unternehmen, für Fabriken, für Bergbauindustrie. Und was Sie mit unserem Wind, die für uns eine göttliche Lage hat, machen, ist das als Ware zu betrachten. Und deswegen wollen wir diese Art von Energiegewinnung in unserer Region nicht. Lo que sí queremos es poder sembrar nuestras milpas, es poder sembrar nuestro maíz que ha sido domesticado por nuestros pueblos con 16.000 años de domesticación, 16 siglos de domesticación. Eso sí queremos. Sí queremos seguir pescando, sí queremos hacer nuestros rituales, sí queremos hacer nuestra vida, sí queremos conservar nuestro bosque, nuestro mar, nuestros suelos, eso sí queremos. Y creemos que con eso abonamos a disminuir el calentamiento global, abonamos a que no haya conflictos, a que nuestro pueblo no migre y que le tapen la frontera para ser explotado en otro país y para ser menospreciado. Eso no es lo que queremos. Queremos que entiendan que existen racionalidades diferentes en el mundo y que dejen vivir a la gente con lo que tenemos. El libre mercado, el mercado es el que está haciendo las ganancias, los ricos, los países ricos que están acumulando son los que está haciendo la debacle mundial. Tenemos que buscar las alternativas en los países donde todavía podemos vivir con nuestra naturaleza y con nuestro medio ambiente. Wir wollen, dass ihr uns in Ruhe lässt, dass wir unser Mais anbauen können. Diese Mais, die wir vor
16.000 Jahre domestiziert haben. Wir wollen weiter in Ruhe fischen können. Wir wollen weiter in Ruhe unseren Wald haben. Wir wollen weiter in Ruhe unsere rituellen Orte haben. Wir wollen nicht dieses Leben. Was wir wollen ist, das Problem ist, dass die reichen Länder sind, die Probleme gemacht haben. Und die Lösung ist in den Ländern, die noch das zu leben, die Atem zum Leben haben wie wir. Ja, ich denke, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, wir stehen jetzt noch hier für Einzelinterviews zur Verfügung. Ich würde einfach bitten, dass diejenigen, die da noch Interesse dran haben, hier nach vorne kommen und dann gucken, dass wir das irgendwie organisiert bekommen. Ansonsten, die Gipfelzeitung haben Sie, glaube ich, alle mitbekommen.